Gerade eben hat die Bundesregierung eine 180-Grad-Kehrtwende hingelegt und nun beschlossen, die letzten drei Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 am Netz zu lassen. Nun, dann ist doch alles gut und wir können alle weitermachen wie bisher. Oder etwa nicht. Wir haben die Lage für Sie genau analysiert und ich habe prekäre Informationen dabei, die uns alle wach werden lassen sollten. Mein Name ist Dominik Kettner. Im heutigen Video analysieren wir also das Schwergewicht der Aussage des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, welcher nun mit seiner Aussage, dass die Atomkraftwerke bis Mitte 2023 laufen sollen, für Sprengkraft innerhalb der Regierungskreise sorgt. Insiderberichte bereits darüber, dass es zu Spannungen, wenn nicht sogar zum Auseinanderbrechen der Regierung kommen kann. Scholz hat durch seine Initiative nun dafür gesorgt, dass er ein Machtwort spricht, das alle anderen Regierungsmitglieder blöd dastehen lässt. Die letzten drei Atomkraftwerke gehen also nun doch nicht wieder der Aussagen der Grünen vom Netz. Nein, man möchte die drei Atomkraftwerke bis zumindest Mitte April verlängern, wenn nicht vielleicht sogar noch länger. Bislang galt nämlich, ein Atomkraftwerk wird zum Ende diesen Jahres vom Netz genommen und zwei weitere werden in einer Notreserve gehalten, was bedeutet, dass die Mitarbeiter bis Mitte 2023 dort vor Ort gewesen wären. Man hätte aber mit den Atomkraftwerken keine Energie bzw. keinen Strom produziert. Erst vergangenes Wochenende noch hatten sich nämlich die Grünen mit Robert Habeck auf ihrem Parteitag stark für den alten Plan gemacht, den Olaf Scholz nun mit einem Machtwort zerschlagen hat. Doch die Energiekrise und die drohenden Blackouts sind nur ein ganz kleiner Teil der großen Agenda 2030. Was sich genau hinter dieser riesigen Agenda verbirgt, warum sie unser aller Leben maßgeblich verändern wird und warum wir nie mehr dahin zurückkommen, wo wir noch vor zwei Jahren waren, all das möchte ich in einem Live-Webinar, welches ich kostenlos für Sie gemeinsam mit Florian Homm am 9.11. um 19 Uhr anbiete, präsentieren. Wir haben dort für Sie spannende Lösungen, wie Sie persönlich, finanziell, aber auch auf ganzheitlicher Ebene gegen diesen Great Reset, gegen diese Agenda 2030 vorbereitet sind und wie Sie sich mit Ihrer Familie jetzt schon auf diese Zeit vorbereiten, damit Sie zu diesen Gewinnern zählen, die diese Zeit erfolgreich überleben. Einmalig gibt es in diesem Webinar kostenlos die Möglichkeit, dass wir Ihnen die Arbeitsunterlagen schon vor dem Webinar zu Ihnen postalisch nach Hause senden. Deswegen klicken Sie jetzt unter dem Video auf den Anmeldelink. Leider haben wir nur eine streng limitierte Anmeldezahl für dieses Webinar. Deswegen gilt es jetzt schnell zu sein. Das ist die erste öffentliche Verkündigung, dass es dieses Webinar geben wird. Deswegen seien Sie unbedingt schnell. Wir können leider nur 10.000 Menschen die Arbeitsunterlagen auf dem Postweg zuschicken. Aber nun weiter im eigentlichen Thema. Der Winter 2023 könnte uns allen noch viel schlimmer blühen als der kommende Winter, der uns jetzt bevorsteht. Denn Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wurden durch eine Sabotage gesprengt und nun wird also kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland kommen, was unser aller Rettung war, weswegen wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten als große Industrienation aufblühen konnten und weswegen wir alle eine sichere Garantie dafür hatten, dass es zu Hause schön warm und hell ist. Und selbst die Vizechefin des Internationalen Währungsfonds warnt aus diesem Grund nun davor, dass dieser Winter schwierig werden könnte, aber der Winter 2023 noch schlimmer wird. Die Energiekrise wird also laut ihr noch deutlich länger dauern, als wir alle vermuten, und die Energiepreise werden nach wie vor noch länger hoch bleiben. Wer also hofft, dass die Energiepreise bald zurückgehen, der dürfte einem Irrglauben aufsetzen. Die Bundesregierung müsste daher schon jetzt Brennstäbe für die Atomkraftwerke für nächstes Jahr bestellen, was sie allerdings noch nicht getan hat. Und wenn wir diese Brennstäbe nicht jetzt bestellen, was notwendig dafür ist, weiter Energie zu produzieren, dann wird es auch in den Atomkraftwerken im nächsten Jahr düster aussehen. Sonst könnten nämlich die meisten Atomkraftwerke irgendwann einfach die Lichter ausschalten und die Menschen nach Hause schicken, denn ohne Brennstäbe ist es einfach nicht möglich, Energie in den Atomkraftwerken bzw. den Kernkraftwerken zu produzieren. Denn die Wahrheit ist doch, dass Deutschland durch die Brennstäbe und die Atomkraftwerke im kommenden Jahr viel einfacher in der Lage wäre, auf diesen Wegfall des russischen Gases einzugehen und Lösungen zu finden, denn man würde die Strompreise drastisch senken können. Die neuesten wirtschaftlichen Prognosen ergeben sogar, dass der Weiterbetrieb der drei aktiven Atomkraftwerke dafür sorgen würde, dass die Strompreise um 50% fallen könnten. Doch die Frage ist, warum möchte unsere Regierung dies nicht zulassen? Möchte man bewusst dafür sorgen, dass die deutsche Bevölkerung verarmt und in die Abhängigkeit des sogenannten lieben Vaterstaats fällt? Die deutsche Bundesregierung riskiert also tatsächlich den Blackout, und dabei waren immer mehr Experten vor mehrtägigen Stromausfällen, wenn nicht sogar vor dem kompletten Zusammenbruch. Laut den Medien sagte nämlich der Chefökonom des IEA nun dazu, wenn die schwierige Situation am europäischen Energiemarkt nicht bald gelöst wird, wird es in einigen Jahren zu Turbulenzen kommen. Blackouts wären die Folge, sagte der Chefökonom des IEA zum Kurier. Auch einige Städte arbeiten nun mittlerweile an Notfallplänen
gegen den Blackout, vor dem wir Sie schon so lange auf unserem YouTube-Kanal gewarnt haben. Wir haben nicht nur mit einem THW-Experten darüber gesprochen, warum die Lage so dramatisch ist. Auch Stefan von Outdoor Chiemgau war bereits zu Gast, um für die richtige Krisenvorbereitung zu sorgen. Dazu haben wir unter dem Video einen kostenlosen Blackout-Ratgeber zur Verfügung gestellt, den Sie sich gerne jetzt aktuell noch runterladen können, damit Sie in diesem Winter nicht das düstere Erwachen erleben. Und selbst die EU-Kommission bereitet sich jetzt auf den Blackout vor, wie Sie hier sehen können. Also Sie sehen, nicht wir spinnen, sondern die Regierung hat uns lange genug im Dunkel stehen lassen und für dumm verkauft. Doch was tut die deutsche Bundesregierung eigentlich, um die Bevölkerung zu schützen? Sie redet das Blackout-Risiko klein. Zumindest sagte eine Staatssekretärin des Bundeswirtschaftsministeriums im September noch dazu Folgendes. Ich rufe jetzt auf Frage Nummer 7 des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend Einschätzung der Bundesregierung zu Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Stromausfällen im kommenden Winter. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Es ist weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass es zu Krisensituationen und Extremszenarien kommen wird. Die Bundesregierung hat und ergreift weiterhin alle notwendigen Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit vollumfänglich zu gewährleisten. Und darauf weiterbauend kann ich die Spekulationen, an denen Sie sich offensichtlich beteiligen, nicht sozusagen verifizieren. Und wir als Bundesregierung beteiligen uns generell nicht an Spekulationen. Eine sichere Stromversorgung der Verbraucher hat für unsere Bundesregierung höchste Priorität. Und im Auftrag unseres Ministeriums haben deshalb die 4 Übertragungsnetzbetreiber von Mitte Juli bis Anfang September 2022 in der 2. Sonderanalyse die Sicherheit des Stromnetzes für diesen Winter unter verschärften äußeren Bedingungen untersucht. Die Analyse umfasst 3 kritische Szenarien: kritisches Szenario plus, sehr kritisches Szenario und Extremszenario. Diese weisen deutlich von den Referenzszenarien aus den gesetzlich vorgeschriebenen Analysen zur Stromversorgungssicherheit von Ende April 2022 ab. Auch im Vergleich zum ersten Stresstest vom Mai 2022 wurden die Annahmen zur Kraftwerksverfügbarkeit und zu Brennstoffpreisen noch einmal deutlich verschärft und je nach Szenario hochskaliert. Damit liegen der Gesamtbewertung für die Stromversorgungssituation insgesamt 5 Szenarien zugrunde. Und auf Grundlage dessen haben wir jetzt schon wieder weitere Schritte in Angriff genommen. Herr Kollege Brandner, Sie haben das Recht noch für eine weitere Nachfrage. Leider die letzte. Jetzt haben Ihre Mitarbeiter Ihnen ja offenbar aufgeschrieben, dass flächendeckende, langanhaltende Stromausfälle mehr so im Bereich der Märchenwelt anzusiedeln sind. Ich vermute mal, das Aufschreiben geschah, bevor die beiden Gaspipelines in der Ostsee sabotiert wurden, angegriffen wurden, zerstört wurden. Also hat sich an der Einschätzung der Bundesregierung durch die Tatsache, dass sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 jetzt auf unabsehbare Zeit unbenutzbar sein werden, hat sich da irgendwas an der Einschätzung geändert, was an den Blackout, die Wahrscheinlichkeit eines flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfalls angeht? Zum Glück brauchten wir keinen Fragesteller Brandner, der uns auf die Idee gebracht hat, dass die Gaspipelines diesen Winter vielleicht nicht zur Verfügung stehen würden. Und deswegen ist dieses Szenario natürlich eingerechnet. Sie sehen also, die Blackout-Gefahr wird bewusst kleingeredet, um die Menschen im Dunkeln zu halten. In diesem Video habe ich über diese Szenarioanalyse der Staatssekretärin ausführlicher gesprochen. Schauen Sie gerne auch in diesem Video vorbei. Und auch Amprion, einer der größten Übertragungsnetzbetreiber, hatte bei der Vorstellung große Bedenken bezüglich der Sicherheit und der Stromversorgung geäußert. Unter anderem schloss dieser Netzbetreiber nämlich nicht aus, dass man den Verbrauchern, Sie hören richtig, nicht den Industrieunternehmen, sondern den Verbrauchern im Winter den Strom abschalten könnte, was zu sogenannten Brownouts führen könnte. Und zusammengefasst heißt das also, dass die Bundesregierung in meinen Augen verantwortungslos handelt. Denn es warnen immer noch nicht genug Politiker auf Regierungsebene davor. Auch wenn Friedrich Merz mittlerweile oder Markus Söder auf die Idee gekommen sind, diesen Blackout auch parteipolitisch sinnvoll zu nutzen, um die anderen Parteien zu sticheln und aus Wahlkampfperspektive schlecht dastehen zu lassen, muss ich ganz klar sagen, ich erwarte von der deutschen Regierung, dass diese Informationen zur besten Sendezeit in ARD und ZDF ausgestrahlt werden, damit sie darauf vorbereitet sind, was uns allen droht. Denn wenn die Menschen nicht jetzt handeln und in die Vorbereitung gehen, droht uns allen eine humanitäre Katastrophe bis hin zu Todesfällen. Und ob das wirklich jemand will, wage ich zu bezweifeln. Liebe Zuschauer, wenn Sie sich zum Webinar noch nicht angemeldet haben, nutzen Sie diese Chance jetzt. Das gemeinsame Webinar mit Florian Homm wird kostenlos am 9.11. um 19 Uhr stattfinden. Ich freue mich, Sie dort live zu treffen. Bei der limitierten Teilnehmerzahl gilt es allerdings, schnell zu sein bei der Anmeldung. Hier geht es zum letzten Video mit Florian Homm und mir. Ich freue mich, wenn wir uns bald live sehen.